Die Mafia. Ein Geheimbund, auch bekannt als Cosa Nostra, unsere Sache. Wenn du die Regeln verletzt, verbrennst du wieder heilig in deiner Hand. Lange wusste man nicht, welche Regeln und Gesetze es innerhalb der Mafia gibt. Welche Regeln hat man schon als Gangster? Jetzt sprechen ehemalige Mitglieder zum ersten Mal über die geheimen Regeln der Organisation. Man wusste, was passiert, wenn man die Regeln missachtet. Und darüber, wie die Cosa Nostra ein Opfer des American Dream wurde. Palermo, Sizilien, November 2007. Die italienische Polizei führt in einer Villa hoch in den Bergen eine groß angelegte Razzia durch. Das Ziel? Salvatore Lo Piccolo, der Chef der sizilianischen Mafia-Familien. Lo Piccolo, auch der Baron genannt, ist zu diesem Zeitpunkt seit 20 Jahren untergetaucht. Mit vorgehaltenen Waffen verhaften die Polizisten alle Anwesenden im Haus von Lo Piccolo. Nach nur wenigen Augenblicken ist der Mafia-Boss festgenommen. Jetzt kann sich die Polizei einen ersten Eindruck von dem geheimen Versteck verschaffen. Etwas später rücken Spezialeinheiten an. Wegen der enormen Macht der Mafia tragen alle Beamten Skimasken, um ihre Identität nicht preiszugeben. Unter Kaffeebechern und Zigarren liegen stapelweise kryptische Schriften. Viele von ihnen enthalten verschlüsselte Informationen zu geheimen Geschäften, doch ein Text fällt besonders auf. Er ist auf Italienisch verfasst und beginnt mit den Worten: Ich schwöre der Cosa Nostra ewige Treue. Sollte ich dieses Versprechen brechen, wird mein Fleisch brennen. Schnell wird klar, dass die Polizei gerade das geheime Regelwerk der Mafia entdeckt hat. Die Presse wird es später veröffentlichen unter dem Titel Die 10 Gebote der Mafia. Man stellt sich unseren Freunden nicht allein vor. Dies geht nur über die Vermittlung eines Dritten. Die Gebote der Mafia gehen auf ihre Entstehungszeit in Sizilien zurück. Die Organisation ist aus einer Revolution entstanden. Im 19. Jahrhundert bildete sich ein patriotischer Schutzbund, der gegen die Unterdrückung durch die Spanier kämpfte. Doch schon bald entdeckte die Mafia, dass mit Schutzgeldern gutes Geld zu verdienen war. Als der spanische König das Land verließ, war die Mafia endgültig eine kriminelle Organisation. Anfang des 20. Jahrhunderts öffneten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Pforten für Emigranten aus aller Welt. Unter den Millionen von Menschen, die in den USA ein besseres Leben beginnen wollten, waren auch viele Mafia-Mitglieder. Zu diesem Zeitpunkt ist die Mafia noch eine kleine Untergrundorganisation mit ihren eigenen Regeln und Ritualen. Die Mitglieder sind verschwiegen und wollen unter sich bleiben. Sie sprechen leise von der Cosa Nostra, unserer Sache. Aus diesem Grund bestimmt das erste Gebot, wer Mitglied der Mafia werden kann und wer nicht. Wer enge Verwandte hat, die bei der Polizei arbeiten oder keinerlei moralische Werte vertritt, kann nicht Mitglied der Cosa Nostra werden. Man muss von einem Mitglied in die Organisation eingeladen werden. Ein Außenstehender braucht sich erst gar nicht vorzustellen. Am besten wird man von jemandem empfohlen, der dieses Leben selbst führt. Normalerweise ist das ein Verwandter. So wissen alle, wer du bist und können deine Herkunft genau zurückverfolgen. Die Mitgliedschaft kann nicht mehr gekündigt werden. Wenn du dich für diesen Schritt entscheidest, beginnt ein neues Leben. Wenn du diesen Eid schwörst, bist du für immer dabei. Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass man der Mafia beitreten kann, ist ganz einfach. Man muss Sizilianer sein. Sogar Al Capone, einer der berüchtigsten Gangster überhaupt, konnte kein vollwertiges Mitglied der Mafia werden, weil er keine Verbindung zu Sizilien hatte.
Michael Francis wurde in die Mafia hineingeboren. Seine Familie stammt aus Sizilien. Sein Vater Sonny war ein hochrangiges Mitglied der Organisation. Doch er wünscht sich ein anderes Leben für seinen Sohn. Mein Vater wollte, dass ich zur Schule gehe, und ich begann ein Medizinstudium an der Hofstra University in New York. Doch als Francisis Vater wegen seiner Verbindungen zum organisierten Verbrechen verhaftet wird, kann der Sohn dem Druck nicht mehr widerstehen. In meinem zweiten oder dritten Jahr im College lernte ich den damaligen Boss kennen, Joe Colombo. Er sagte, was willst du an der Uni? Wenn du nicht bald Geld auf der Straße machst, wird dein Vater im Gefängnis sterben. Francis verbringt die nächsten zwei Jahre damit, zu lernen, was einen echten Mafioso ausmacht. Keine einfache Angelegenheit. Es ist ein sehr gewalttätiges Leben und man muss tun, was von einem verlangt wird. Das ist Teil dieser Anwärterphase. Trotz seiner einwandfreien Verbindungen zur Mafia wird Francis in der Organisation nicht gleich mit offenen Armen empfangen. Sein Name wird bei einem Treffen der leitenden Kommission in New York überprüft. Diese Kommission besteht aus den Bossen der mächtigsten Mafia-Clans in Amerika. Sie werden aufgrund ihrer Zusammensetzung und Führung Familien genannt. Die fünf Familien in New York tragen den Namen ihrer Gründer. Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese und Lucchese. Ihre Nachfolger entscheiden nun über das Schicksal der Anwärter. Gibt es einen Einspruch? Vielleicht war der Typ früher Informant. So diskutieren alle Familien über den Anwärter und man hofft, dass man aufgenommen wird. Das ist ihre Art der Absicherung. Francis bekommt die Zustimmung von allen fünf Familien, doch das weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mein Captain rief mich an Halloween 1975 an und sagte, ich brauch dich hier um 9 Uhr. Sei pünktlich und trag einen Anzug. Das Aufnahmeritual der Mafia ist über 100 Jahre alt. Der Boss saß am Kopfende, neben ihm sein Berater, der Unterboss und die Captains der Familie. Er nahm ein Messer und schnitt mir in den Finger, sodass ein bisschen Blut auf den Boden tropfte. Er nahm ein Heiligenbild, zündete es an und legte es in meine Hand. Der Boss sagte, heute Abend, Michael Francis, beginnst du ein neues Leben in der Cosa Nostra. Wenn du jemals eine Regel verletzt oder einen von uns verrätst, wirst du sterben und in der Hölle schmoren wie dieser Heilige, der in deiner Hand verbrannt ist. Verstanden? Ja. Francis war nun ein sogenannter Mafia-Soldat. Das ist die unterste Sprosse der Karriereleiter in der Organisation. Über ihm stehen die Capos oder Captains, ein Unterboss und der Boss selbst. Man hat einen Boss und einen Unterboss, der vom Boss bestimmt wird und der zweitmächtigste Mann in der Familie ist. Der Consigliere ist der ausgewählte Berater des Bosses. Und dann gibt es noch die Capos oder Captains und die Soldaten. Die Capos werden vom Boss ernannt. Die Soldaten unterstehen einem bestimmten Capo, je nachdem, wie es der Boss will. Die neuen Mitglieder waren ab sofort sogenannte Made Men und nannten sich selbst Ehrenmänner. Innerhalb des Viertels bedeutete es schon was, wenn man ein Made Man war. Der Autor und Mafia-Experte George Anastasia aus Philadelphia stammt aus einer sizilianischen Familie und wuchs in einer Gegend auf, die von der Mafia kontrolliert wurde. Er hatte fast täglich Kontakt mit Mitgliedern der Cosa Nostra. Zumindest in einer bestimmten Gesellschaft hatte es durchaus eine Bedeutung, wenn man ein Ehrenmann war. Vor allem unter den ärmeren Einwanderern. Die Kinder auf der Straße sind beeindruckt von den Made Men. Als Kind sah man diesen Mann mit schickem Anzug und tollem Auto. Er war immer freundlich und man dachte dabei nicht an die ganze Gewalt und die Verbrechen, die ein bedeutender Bestandteil des Ganzen waren.
Im Laufe der 80er Jahre stieg Michael Francis innerhalb der Colombo-Familie immer weiter auf. Laut Medienberichten ist er in dieser Zeit sogar einer der 20 mächtigsten Gangster der USA. Doch während seines Aufstiegs verändert sich die Mafia grundlegend. Sie expandiert unglaublich schnell und muss daher mit Außenstehenden zusammenarbeiten. Die alten Gebote werden nicht mehr so ernst genommen. Die Mafia akquiriert Partner, die zwar keine Mafia-Mitglieder sind, aber dennoch das Vertrauen der Organisation genießen. Sie waren keine Made Men, aber da sich mit den Typen gutes Geld verdienen ließ, haben die Mitglieder nicht sehr lange nachgeforscht. Ab sofort ist nicht mehr die Familienzugehörigkeit der Schlüssel zur Mafia, sondern Geld. Ron Previte hat sizilianische Wurzeln und ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe mich immer als Allround-Verbrecher bezeichnet. Ich hatte kein Spezialgebiet. Ich versuchte einfach jeden Tag eine Straftat zu begehen und ich verdiente gutes Geld. 1993 fällt der vollschlanke Previte dem Mafia-Boss von Philadelphia John Stanfer auf. Ohne Nachforschungen anzustellen, wird Big Ron in die Organisation aufgenommen. Es gab keine Aufnahmezeremonie. Stanfer hat mir ein paar Regeln erklärt. Andere Mitglieder mit Respekt behandeln, nichts mit der Ehefrau von einem anderen Mitglied anfangen, solche Dinge eben. Ich stellte mir ein Team zusammen. So konnte ich sicher sein, dass mir niemand aus den eigenen Reihen in den Rücken fiel. Previte gehört ab sofort zum engeren Kreis von Stanfer. Aber obwohl er durch seine sizilianische Herkunft als Mitglied der Mafia in Frage kommt, gibt es ein großes Problem. Previte war früher Polizist. Das war Stanfer wohl entgangen. Das war sein Fehler. Stanfer bricht damit eine der zentralen Mafia-Regeln, die seit Jahrzehnten das Bestehen der Organisation garantiert hatten. Ein ehemaliger Polizist durfte kein Mitglied der Mafia werden. Das war gegen die Regeln. Previte war zwar ein korrupter Polizist, aber tief in seinem Herzen hatte er die Seiten noch nicht gewechselt. Nach 2 Jahren bei der Mafia wird er Informant für das FBI. Ja, ich habe mich verkabeln lassen und vor Gericht ausgesagt. Es machte mir nichts aus, dass andere mich als Ratte beschimpften. Die Mafia muss mit Partnern außerhalb der Organisation arbeiten, um ihren Einfluss zu vergrößern. Dadurch ist sie verwundbar geworden, auch wenn die Mitglieder vorsichtig mit der Verbreitung ihres Namens umgehen. Ich habe nie Mafia gesagt, sondern Freunde. Die 10 Gebote sollen die Mafia vor Außenstehenden beschützen, vor allem vor Polizisten und Informanten. Man stellt sich unseren Freunden nicht allein vor. Dies geschieht nur über die Vermittlung eines Dritten. Es gibt immer einen Mittelsmann. Man spricht den Captain nicht einfach so an. Wenn man das macht, wird er einfach weggehen. Made Men hat man nie zu Gesicht bekommen, nur ihre Partner. Sie wollten nichts mit einem zu tun haben, außer man brachte ihnen enorm viel Geld ein. Das 2. Gebot beinhaltet eine gefährliche Drohung. Man bürgt mit seinem Leben für jedes Mitglied, das man in die Organisation bringt. Die Person, die ein Mitglied vorstellt, kann für alle zukünftigen Taten des Neuen zur Verantwortung gezogen werden. Wenn der Neue Mist baut, zahlt man den Preis dafür. Diese persönliche Verbindung zu den neuen Mitgliedern ist eine Art Lebensversicherung für die Mafia. In ihrer Blütezeit während der 70er Jahre schätzt das FBI die Mitgliederanzahl auf 3000 Ehrenmänner mit bis zu 25.000 Partnern. Um Lauschangriffe der Polizei zu verhindern, werden Geschäfte innerhalb der Mafia nur von Angesicht zu Angesicht besprochen. Die sicherste Variante war ein Treffen in einem Park mit wenigen Leuten. Oder man lief einmal um den Block. Usually no more than 2, maybe 3.
Es waren nie mehr als zwei oder drei Leute dabei. Oft wurde Italienisch gesprochen, je nach Herkunft der Beteiligten. Obwohl diese Besprechungen im Gehen abgehalten werden, nennen die Mafia-Mitglieder sie Sit-Downs. Dieser Begriff stammt aus einer Zeit lange vor der Erfindung der Abhörgeräte. Damals setzte man sich einfach zusammen und besprach die Angelegenheiten in Ruhe. Die verschiedenen Familien teilten sich so ihr Revier untereinander auf. Es lief nach dem Motto, wer zuerst kommt, malt zuerst. So sicherte sich jeder seine Geschäfte. Es war nicht geografisch eingeteilt. Weil die Reviere nicht klar abgegrenzt sind, kommt es immer wieder zu Rivalitäten zwischen den Familien. Aber die Sit-Downs lösen auch diese Probleme, bevor die Situation eskaliert. Alles in der Mafia ist ein Sit-Down. Ob es um Streitigkeiten innerhalb der Familie geht oder mit anderen, es gab ständig Sit-Downs. Nach den Regeln der Mafia durften Made-Men, die sich noch nie formell getroffen hatten, nicht einfach so miteinander reden. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme der Organisation. Wenn man den anderen nicht kannte, musste jemand aus der Familie, der beide kannte, die Männer einander vorstellen. Er sagte dann, Mike, amico nostro, oder ein Freund von uns. Sobald das geschehen war, konnte man ganz normal miteinander reden. Aber man konnte nicht einfach so auf jemanden zugehen, auch wenn man wusste, dass der andere auch ein Made-Man war. Bei diesem merkwürdigen Ritual kam es ganz genau darauf an, welche Worte man wählte. Ein Mann mit dem Decknamen Tony ist zurzeit im Zeugenschutzprogramm der Regierung. Doch früher war er Mafiasoldat der Bonanno-Familie. Wenn man sagt, er ist ein Freund von uns, dann heißt das, der Mann ist ein Made-Man. Er ist ein Freund von mir, bedeutet, er ist nur ein Partner. Wenn also zwei Made-Men gerade miteinander sprachen und jemand mit den Worten, er ist ein Freund von mir, vorgestellt wurde, hörten sie sofort auf, sich zu unterhalten. Diese Regel sollte verhindern, dass sich Polizisten in die Mafia einschleichen. Der ehemalige Cop Fred Martins versuchte 6 Jahre lang als Undercover-Agent in der Mafia das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen. Sie achteten genau darauf, woher die Mitglieder kamen. Daher war es sehr schwierig, in eine der Mafia-Familien reinzukommen. Die Undercover-Agenten müssen es schaffen, offiziell durch einen Made-Man vorgestellt zu werden. Das Wichtigste war, dass jemand für einen bürgte und sagte, dass man in Ordnung ist. Ansonsten hatte man keine Chance. In den späten 70er Jahren ist die DEA, die amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde, kurz davor, einen sizilianischen Drogenring auszuheben. Die sogenannte Pizza Connection schmuggelte Heroin in den Zutaten für Pizza in Restaurants in ganz Amerika. DEA-Mitarbeiter Frank Panessa versucht, sich in die Organisation einzuschleusen. Sizilianisches Heroin wurde auf der ganzen Welt verkauft. Die Leute machten $1 Million pro Tag. Und niemand tat etwas dagegen, weil es eine derart geheime Organisation war. Panessa wusste, dass er von einem Made-Man, auch Wise Guy genannt, vorgestellt werden muss. Das war die einzige Chance, in der Organisation Fuß zu fassen. Wir hatten gerade 2 Wise Guys in Philadelphia festgenommen und stellten sie vor die Wahl. Entweder kooperieren oder Gefängnis. In Philadelphia wollten sie niemanden ans Messer liefern. Also fragten wir sie nach ihren Kontakten in Sizilien. Die verhafteten Wise Guys stellen Panessa 2 sizilianischen Heroin-Dealern vor. Paolo Laporta und Alberto Ficalora, hier neben Panessa auf einem Überwachungsfoto der DEA. Panessa muss die beiden Männer davon überzeugen, dass er ein Ehrenmann der Mafia ist. In einem Restaurant in Philadelphia versucht er, die Männer mit Hilfe der Wise Guys zu beeindrucken.
Als das Essen kam, servierten die Wise Guys mir zuerst. Die Sizilianer bemerkten das sofort, denn es bedeutete, dass ich in der Hierarchie über den beiden Männern stand. Wenn ich etwas zu trinken brauchte, sprangen die Wise Guys auf und schenkten mir ein. Der vorsätzliche Verrat eines Made Man ist innerhalb der Mafia ein grober Regelverstoß und hat erhebliche Konsequenzen. Doch Panessa muss das Risiko eingehen, um den Drogenring zu sprengen. Monate später sagte ich, ich mache Geschäfte mit dem braunen Pulver. Und die Sizilianer sagten, wir kontrollieren den ganzen Markt, von wem bekommst du es? Gott sei Dank hatte ich in New York auch einen Undercover-Auftrag und kannte daher einen Wise Guy, der dealte und noch nicht verhaftet worden war. Sie meinten nur, ab sofort bekommst du den Stoff direkt von uns. Du musst nicht zu ihm gehen, du gehst direkt zu uns. So begann das alles. Und ich kaufte bei meinem ersten Deal Heroin im Wert von $85,000. Ich glaube, in dem Moment waren sie sicher, dass ich in Ordnung war. Die Ermittler schaffen es, den weltweit operierenden Drogenring zu sprengen. Die Mafia hatte in 9 Jahren Heroin im Wert von umgerechnet 1,1 Milliarden Euro geschmuggelt. Als Panessas sizilianische Kontaktmänner verhaftet werden und erkennen, dass er ein Undercover-Agent ist, bitten sie ihn, sie im Gefängnis zu besuchen. Ich fragte mich, werden sie mich bedrohen? Aber sie waren sehr freundlich und meinten nur, du hast dich bei all unseren Geschäften wie ein Gentleman verhalten. Doch am Ende des Treffens gibt es doch noch eine Warnung. Er sagte, du musst nichts befürchten. Aber die Leute, die dich vorgestellt haben, müssen zur Verantwortung gezogen werden. Panessa weiß, was das bedeutet. Er veranlasst, dass die beiden Wise Guys, mit denen er zusammengearbeitet hatte, unverzüglich ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. So entkommen sie der Bestrafung durch die Mafia. Das FBI durchbricht zwar die äußere Hülle der Organisation, doch es gibt eine Tugend, die die Beamten unterschätzt hatten: Loyalität. Die Mafia kontrolliert das Leben der Mitglieder in jeder Minute. Und die 10 Gebote stellen sicher, dass das immer so bleibt. Du musst der Mafia immer zur Verfügung stehen, auch wenn deine Frau kurz vor der Entbindung steht. Es gibt keinen Urlaub in der Mafia und auch keinen 8-Stunden Arbeitstag. Nach seiner Aufnahme in die Mafia 1975 ist Michael Francis ein sogenannter Mafia-Soldat in der Colombo-Familie in New York. Sein Capo erklärt ihm gleich zu Beginn, wie seine Arbeit für die Mafia aussehen würde. Als ich aufgenommen wurde, hieß es, ich müsste 24 Stunden am Tag verfügbar sein. Mein Boss sagte, sogar wenn du am Sterbebett deiner Mutter sitzt und die Mafia dich braucht, musst du da sein. Von dem Tag an stand die Organisation immer an erster Stelle. Francis ist ab diesem Zeitpunkt ständig für die Mafia unterwegs. Er soll im Auftrag seines Bosses neue Wege der Geldbeschaffung finden. Und Francis erfüllt seine Aufgaben. Man musste nach den Regeln spielen und zeigen, dass sich die Organisation auf einen verlassen kann. Sonst wurde man einfach nicht beachtet. Und das war meines Erachtens mit das Schlimmste, was einem passieren konnte. Wenn Francis einen Auftrag von der Mafia bekommt, gibt es keine Diskussion. Er muss sich sofort um die Sache kümmern. Ich konnte nicht sagen, ich spiele gerade mit den Kindern. Man musste immer sofort los. Ich habe nie Ausreden erfunden. Wenn es nicht wirklich einen Notfall gab, machte ich mich sofort auf den Weg.
Doch eines Tages kam auch der sonst so pflichtbewusste Francis 10 Minuten zu spät zu einem Treffen mit seinen Bossen. Nach endlosen Fragen, warum er zu spät gekommen war, verschieben sie das Treffen auf den nächsten Tag. Am nächsten Tag riefen sie an und ich sollte um 3 Uhr nachmittags zu unserem Hauptquartier kommen. Ich wartete auf den Typen, der mich abholen sollte, aber es kam niemand. Um 6:45 fuhren dann der Captain und der Boss vor und fragten: Hast du es jetzt kapiert? Ich sagte: Ja. Und er meinte nur: Geh nach Hause. You got the message? I said, yeah. He said, go home. Francis hatte Glück und bekam nur eine Verwarnung. Nach diesem Tag kam er nie wieder zu spät zu einem vereinbarten Treffen. Für andere Mafia-Mitglieder, die in der Hierarchie weiter unten stehen, gibt es keine zweite Chance. Henry Hill, dessen Leben im Film Goodfellas erzählt wird, hat früher für die Lucchese-Familie gearbeitet. Er musste seine Treue gegenüber der Organisation täglich beweisen. Jimmy oder Paulie riefen mich an und sagten, komm zum Flughafenrestaurant und trag eine Krawatte. Das bedeutete, man sollte ein paar Pistolen mitbringen. Man war immer auf Abruf, egal ob man ein Loch graben sollte oder jemandem eine Kugel verpassen. So war das eben. Hill ist umgeben von Leuten, die zuerst schießen und dann Fragen stellen. Tommy hat immer Kerben in seinen Pistolengriff geritzt, wenn er jemanden erschossen hat. So waren die Jungs damals drauf. Auch er lernt eine Lektion besonders schnell. Seine Verabredungen hielt man besser ein. John Gotti hat mal einen Typ zu Brei geschlagen, nur weil er nicht pünktlich war. Unpünktlichkeit ist ein Zeichen von Unzuverlässigkeit und mangelndem Respekt. In der Mafia war es essentiell zu wissen, auf wen man sich verlassen kann. Doch es war nicht einfach für die Mitglieder, alles stehen und liegen zu lassen, wenn die Mafia rief. Vor allem dann, wenn die Menschen um sie herum nicht wussten, womit sie ihr Geld verdienen. Tony ist gerade beim Abendessen im Haus der Familie seiner Freundin, als er angerufen wird, um einen Drogendealer auszurauben. Ich war bei ihren Eltern und daher habe ich versucht, mich irgendwie vor der Sache zu drücken. Schließlich gibt Tony doch nach. Er entschuldigt sich bei der Familie seiner Freundin und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Wir durchschnitten die Telefonleitung, schlichen uns durch die Hintertür ins Haus und machten sie fertig. Ein paar Tage später erfährt Tonys Freundin per Zufall, in welche Art von Geschäften er verwickelt ist. Ich fuhr mit meiner Freundin im Auto spazieren und plötzlich fiel mir ein, dass unter dem Beifahrersitz ein paar Skimasken und Klebeband lagen. Als ich zum Tanken raus musste, fand sie die Skimasken und es war mitten im Sommer. Also wollte sie wissen, wozu ich sie dabei hatte. Erst als Tonys Freundin später seine Frau wird, erfährt sie die ganze Wahrheit und stellt bald fest, dass sie nicht nur mit einem Mann verheiratet ist, sondern mit einer ganzen Organisation, die Frauen wie ihr Eigentum behandelt. 15 minutes later, there's a call to the guy's apartment and you hear the guy say to the wife, did he leave? And she says, yeah. He says, I'll be right over. Don't even put any underwear on. Die Loyalität der Mafia-Mitglieder wurde auch in privaten Angelegenheiten großgeschrieben. Lass die Finger von den Ehefrauen unserer Freunde. Das war eine sehr strikte Regel. Man machte nicht rum mit den Frauen, Töchtern und Verwandten eines Made Men. Wer das machte, war nicht ganz dicht. Ein Made Guy würde nicht das machen. Er müsste aus seinem Kopf sein. Die Strafen für die Missachtung dieses Gebots waren rigoros. Eigentlich wird man mit dem Tod bestraft, aber manchmal wurde auch der andere Mann getötet. Die Mafia hat immer großen Wert darauf gelegt, dass die Ehefrauen der Mitglieder mit Respekt behandelt werden. Doch dahinter steckt ein sehr praktischer Gedanke.
Eine Regel besagt, dass man sich nicht mit der Frau eines anderen einlassen darf. Der Grund dafür ist, dass man keinen Streit innerhalb der Organisation haben will, sondern die Männer lieber auf der Straße Geld verdienen sollen. Der Hintergedanke ist also rein geschäftlich und hat nichts mit Moral zu tun. Auch wenn diese Regeln Gebote heißen und auf den ersten Blick moralisch erscheinen, geht es in Wirklichkeit nur ums Geschäft. Überraschenderweise halten sich die Mafia-Mitglieder mit wenigen Ausnahmen an diese Regel. Der ehemalige Capo Michael Francis geht sogar noch einen Schritt weiter, um nie in eine unbequeme Situation zu geraten. Ich persönlich ging gar nicht erst rein, wenn der Mann, den ich treffen wollte, nicht da war und seine Frau allein im Haus war. Man weiß ja nie. Die Mafia sieht sich selbst als eine Art erweiterte Familie. Und wie in jeder Familie gibt es eine Menge Gerüchte. Wenn also ein Mann innerhalb der Cosa Nostra eine außereheliche Affäre mit der Frau eines anderen Mitglieds hatte, kam die Sache schnell ans Licht. Man brauchte erst gar nicht zu versuchen, die Sache zu vertuschen. Es war wie Tratsch und Klatsch in einem Büro. Und egal, was man tat, irgendjemand fand es raus. Mit der Frau eines höherrangigen Mitgliedes etwas anzufangen, gilt innerhalb der Mafia als Selbstmordkommando. Für die Bosse der Organisation war es allerdings durchaus üblich, die Frauen ihrer Untergebenen zu beglücken. Ich erinnere mich, dass wir ein Gespräch von zwei Männern abgehört haben. Der eine sagte zum anderen, wir treffen uns da und da, ruf mich an, wenn du losfährst. 20 Minuten später ruft er nochmal an und der andere Mann sagt, ich wollte gerade zur Tür raus. Und er darauf, du solltest hin und zurück etwa 4 Stunden brauchen. Und der andere wieder, ja, ich melde mich, wenn ich wieder zurückfahre. Circa 15 Minuten später ruft der Mann nochmal im Haus an und die Frau hebt ab. Er sagt, ich bin gleich da, du brauchst erst gar keine Unterwäsche anzuziehen. Die Regeln wurden also öfter mal gebrochen. Eines der wichtigsten Gesetze der Mafia muss man im Geiste ergänzen. Es gibt Regeln für die normalen Mitglieder und es gibt Regeln für den Boss. Kritik an den Vorgesetzten ist nicht gern gesehen. Man beschwert sich nicht über seinen Boss, man hält einfach die Klappe. Die gesamte Unterwelt besteht aus Lügen. Doch die Gebote der Mafia verlangen von den Mitgliedern, dass sie immer die Wahrheit sagen. Besonders, wenn ihr Boss sie etwas fragt. Wenn man nach Informationen gefragt wird, muss die Antwort immer die Wahrheit sein. Man durfte sie nicht für dumm verkaufen. Ich habe nur die Wahrheit gesagt, wenn es mir genutzt hat. Ansonsten habe ich immer gelogen. Lügen sind ein großer Teil des Lebens auf der Straße. Sie beschützen einen vor den Cops, sie können den eigenen Ruf stärken oder einem das Leben retten. Mein Captain sagte mir oft, streit alles ab. Mein Vater predigte immer, gib nichts zu und halt den Mund. Das gehörte dazu. Als Mitglied der Mafia lügt man sein ganzes Leben lang. Da ist es auch nicht überraschend, dass die Wahrheit in dieser Welt einfach keine Rolle spielt. Doch Bosse können nur an der Spitze der Mafia bleiben, wenn sie wissen, was in der Organisation passiert. Die Mitglieder der Mafia belügen ihre Bosse wie jeder andere auch. Jeder betrügt jeden. Die meisten Lügen entstehen aus Geldgier. Die Mitglieder der Mafia sollten ihre Einnahmen mit ihren Vorgesetzten teilen. Aber natürlich sind sie davon nicht begeistert. Die Bosse innerhalb der Mafia erwarten, dass sie belogen werden. Sie vertrauen eben den Mitgliedern, von denen sie glauben, am wenigsten belogen zu werden. Wenn bei einem Sit-Down zwei Typen und der Captain sitzen,
Den einen kennt er seit 30 Jahren, den anderen seit 2. Der Typ, den er erst seit 2 Jahren kennt, wird immer Unrecht haben. Manchmal können sich die Bosse mit dieser Vertrauenstaktik aber auch irren. Von 1981 bis 87 betreibt Michael Francis, Capo der Colombo-Familie, eine äußerst lukrative Form der Steuerhinterziehung. Er gründet Firmen, die große Mengen an Benzin verkaufen. Laut Gesetz muss er pro Liter etwa 6 Cent an Steuern bezahlen. Der simple, aber geniale Plan: Francis bezahlt einfach nicht. Wie wir damit durchgekommen sind? Ganz einfach. Die Behörden waren total altmodisch, was das Eintreiben der Steuergelder anging. Erst nach 3 Monaten bekam man eine Mahnung. Aber bei uns klingelte jeden Tag die Kasse. Man konnte das also circa 9-10 Monate rauszögern, bis man ernsthaft Probleme bekam. Doch da hatten wir die Firma schon längst geschlossen und eine neue aufgemacht. So haben wir das 7 Jahre lang gemacht. Und sie haben uns nie erwischt. In der Blütezeit verkauft Francis mit seinen Firmen 130 Millionen Liter Benzin pro Monat. Wir machten zwischen 8 und 10 Millionen Dollar pro Woche, also ganz schön viel Geld. Doch Francisis Bosse vermuten, dass er ihnen nicht den vereinbarten Anteil abgibt und zitieren ihn zu einer Besprechung. Ich sollte Jimmy in der 18th Avenue treffen, so um 11 Uhr abends. Ganz ehrlich, ich saß da am Beifahrersitz, Jimmy neben mir und ein Typ auf der Rückbank. Klar war ich da nervös. Ich fragte mich, was glauben die Typen bloß, was los ist? Als ich ausstieg und in diesen Raum geführt wurde, war ich mir nicht sicher, ob das das Letzte sein würde, was ich in meinem Leben sah. Francis wusste, dass er ein toter Mann ist, wenn die Bosse der Meinung waren, dass er sie über den Tisch gezogen hatte. Michael, wir haben gehört, dass du mehr Geld verdienst, als du uns erzählt hast. Ich sagte, das ist alles Blödsinn. Wenn ihr irgendeinen Beweis dafür habt, würde ich den gern sehen. Ich sagte, ich mache mehr Geld als jeder andere in dieser Familie. Und ich allein trage das Risiko. Wenn der Typ, mit dem ich arbeite, Mist baut, muss ich dafür gerade stehen, weil er sonst niemanden aus der Familie kennt. Das ist für beide Seiten ein gutes Geschäft. An den Gerüchten ist einfach nichts dran. Und das stimmt auch. Francis schafft es, die beiden Männer von seiner Unschuld zu überzeugen. Dann war wieder alles gut. Wir haben uns umarmt und gingen wieder raus. Aber die Sache hinterließ einen bitteren Nachgeschmack bei mir. Für Francis ist diese Erfahrung ein Wendepunkt in seinem Leben. Er beginnt, an der Organisation zu zweifeln. Aber natürlich behält er das für sich. Das änderte mein Leben. Manchmal können Lügen auch dem Boss dienlich sein. Der organisierte Drogenhandel ist ein Problem, das niemand wahrhaben will. In den 70er Jahren beginnt Henry Hill mit Heroin zu dealen. Das braune Pulver kommt aus Sizilien und wird in Warensendungen für Restaurants in die USA geschmuggelt. Das Heroin wird pur geliefert und Dealer wie Hill strecken es, um den Gewinn zu vervielfachen. Aus einem Kilo machten wir 30. Man zahlte etwa eine Viertelmillion Dollar für ein Kilo. Mal 30. Der Heroinhandel ist ein zu lukratives Geschäft, um es abzuschlagen. Henry Hill ist von den Gewinnen überwältigt. Das Geld hat blind gemacht. Man lief mit 15, 20.000 in den Taschen durch die Gegend. Oder man verjubelte einfach mal 30 oder 40.000 auf der Rennbahn. Doch wie immer im Leben gibt es einen Haken. Nach den Gesetzen der Mafia ist der Drogenhandel verboten. Denn er involviert zu viele Außenstehende und dadurch wird die Sache zu riskant. Do not deal in drugs, it brings too much. Drogenhandel erzeugt zu viele Angriffsflächen für die Polizei und es verdirbt die Leute aus den eigenen Reihen. Die ursprünglich gepredigten Werte der Mafia vertragen sich nicht mit dem Drogenhandel. Aber die Gier nach dem großen Geld bleibt der Sieger in diesem Zwiespalt.
Sie sagten immer, wir zwingen ja niemanden dazu, Drogen zu verkaufen. Aber auf der anderen Seite erwarteten sie, dass die Kasse stimmte. Sie wussten es alle. Aber es hieß immer, oh, wir wussten nicht, dass du Drogen verkaufst. Henry Hill muss auch gegenüber seinem Capo, Paul Vario, lügen. Paulie hat mich einmal gefragt, dealst du? Und ich sagte, ich rauche nicht einmal. So etwas mache ich nicht. Hill achtet jedoch darauf, dass Vario immer seinen vollen Anteil bekommt. Paulie wusste es. Ich brachte ihm jede Woche einen Sack mit $5,000. Die Mafia-Mitglieder handelten mit Drogen und leugneten es. Dadurch verstießen sie gegen das Gebot, das ihnen verbietet, zu lügen. Als die Bosse dann begannen, ihren Anteil dieser Geschäfte anzunehmen, begannen die traditionellen Werte der Organisation zu verschwinden. Es gab eine ganze Liste von Geboten, gegen die verstoßen wurde. Die Bosse haben sogar noch mehr Regeln gebrochen als ich. Doch eine Regel existiert nach wie vor. Der Boss hat das Sagen. Wenn ihnen danach ist, werden die Gebote der Mafia von den Bossen brutal durchgesetzt. Doch es gibt trotzdem Mitglieder, die russisches Roulette mit der Wahrheit spielen. Im März 1980 wird Angelo Bruno, der Boss der Mafia in Philadelphia, Opfer eines unbekannten Schützen. Als er nach dem Essen eine Zigarre in seinem Wagen raucht, wird er eiskalt ermordet. Angeblich steckte Brunos Consigliere Tony Caponegro hinter dem Anschlag. Caponegro hatte es offensichtlich auf die Einnahmen aus Brunos Geschäften abgesehen. Die Mafia-Kommission in New York verlangt, dass die Sache aufgeklärt wird. Caponegros Leben hängt nun davon ab, ob er für den Anschlag eine offizielle Erlaubnis bekommen hatte. Die Kommission verhörte Caponegro und fragte, warum er Bruno getötet hatte. Er sagte, er habe die Erlaubnis von der Mafia in Philadelphia bekommen, genauer gesagt von Phil Testa. Doch Caponegro blufft. Das war eine Lüge. Er hatte nie den Segen der Mafia bekommen, Bruno zu töten. Einen derart dreisten Verstoß lässt sich die Mafia selbstverständlich nicht bieten. Die Leiche von Caponegro wird im Kofferraum eines alten Wagens in New York gefunden. In seinem Körper stecken 14 Kugeln. In seinen Mund wurden $300 gestopft. Das Geld steht dafür, dass er gelogen hat, um sich selbst zu bereichern. Caponegro wird zur Rechenschaft gezogen, nicht für seine Taten, sondern weil er sich dabei erwischen ließ. Sie haben Caponegro ganz klar aufs Kreuz gelegt. Was tun sie dann, wenn es ihnen einen Vorteil bringt? Innerhalb der Mafia gibt es eine klare Hierarchie, die auf Respekt basiert. Im Grunde war es wie bei jeder großen Firma. Jeder muss seinen Vorgesetzten respektieren. Das erwarten die Bosse auch von ihren Untergebenen. Das nächste Gebot beschreibt genau diesen Respekt gegenüber den Vorgesetzten. Ein Verstoß gegen diese Mafia-Regel hat weitreichende Konsequenzen. Vereinbarungen müssen eingehalten werden. Philadelphia in den 90er Jahren. Die Mafia-Familie der Stadt hat keinen Boss. Eine neue Generation von jüngeren Gangstern übernimmt die Macht innerhalb der Organisation. Der 31-jährige Skinny Joey Merlino ist der Anführer einer Gang, die von der Presse Young Turks genannt wird. Alle Mitglieder dieser Gruppe sind stark in Philadelphia verwurzelt. Das waren Söhne und Neffen der Scafo-Organisation. Sie hatten noch nie etwas von den Mafia-Geboten gehört. Sie verhielten sich einfach loyal gegenüber den Leuten, mit denen sie an der Grundschule waren. Merlino erwartet, der neue Boss in Philadelphia zu werden. Aber die hochrangigen Mitglieder der Mafia-Kommission in New York sind damit nicht einverstanden. Sie entscheiden sich für einen etwas reiferen Kandidaten, den 53-jährigen John Stanfer. Er hat zu dem Zeitpunkt schon mehr als 20 Jahre in Philadelphia gelebt,
stammt aber ursprünglich aus Sizilien. Damit ist er für die Mafia-Bosse der perfekte Kandidat für den Posten. Die Gang um Merlino ist von dieser Entscheidung natürlich nicht begeistert. Es gibt einige Bosse innerhalb der Mafia, die keinen großen Respekt genießen. Stanfa wurde von den einheimischen Gangstern als Außenseiter gesehen und nicht respektiert. Sie haben sich immer wieder mit ihm angelegt. Mit Merlino und Stanfa prallen zwei Welten aufeinander. Stanfa bleibt im Gegensatz zu Merlino unauffällig. Tagsüber betreibt er eine Pizzeria. Nach Feierabend widmet er sich dann seinen Aufgaben als Mafioso. Stanfa stammte aus Sizilien. Er war von der alten Schule und nicht gerade eine schillernde Persönlichkeit. Aber er war ein Mafioso durch und durch. Stanfa lebte nach den alten Werten der Mafia. Die älteren Mitglieder waren der Meinung, dass man im Hintergrund bleiben sollte. Niemand muss wissen, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin, und das ist alles, was zählt. Darum geht es in Wirklichkeit. Das ist eine Frage von Selbstvertrauen. Wenn man weiß, wer man ist und was man erreicht hat, ist es egal, ob das jemand anderer auch weiß. Das spielt nur eine Rolle, wenn man diese Bestätigung braucht. Merlino liebt die Öffentlichkeit. Er engagiert ein Kamerateam, das ihn bei seiner täglichen Arbeit filmt. Joey war kein klassischer Boss. Er liebte das Glücksspiel und ging gerne aus. Die alten Mafia-Mitglieder bekamen Magengeschwüre. Warum zeigte er ganz Amerika, wie er lebt? Als Stanfa Joey Chung Ciancalini, einen Handlanger von Skinny Joey Merlino, zu seiner rechten Hand macht, ist die Gang rund um Merlino außer sich vor Wut. Sie glauben, dass Stanfa einen Keil in die Familie treiben will. Joey Chung wird durch seinen Aufstieg zur Zielscheibe. 2. März 1993. Um 5.58 Uhr filmt eine Überwachungskamera des FBI einen Wagen, der am Hauptquartier von Joey Chung vorfährt. Eine Wanze im Inneren des Hauses nimmt das Massaker auf. Unbekannte Schützen strecken Joey Chung mit 5 Kugeln nieder. Chung wird in den Kopf, den Hals und die Brust getroffen. Erstaunlicherweise überlebt er. Für die Schießerei wird offiziell nie jemand belangt. Stanfa sieht den Anschlag als Angriff auf seine Autorität. Als Boss muss er die Befehlskette einhalten. Also ruft er Tommy Gambino in New York an. Die beiden sprechen einen sizilianischen Dialekt. Aber das FBI hat seine Hausaufgaben gemacht. Hier ein nachgestelltes Gespräch, das auf dem Originaldialog basiert. Diese Typen sind ein Haufen Läuse, denen man den Kopf abreißen sollte. Im Ernst, die machen mich wahnsinnig. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Alles, was ich brauche, sind 4 unbekannte Gesichter. Wie gesagt, du bekommst alles, was du brauchst. Aber Gambinos Versprechungen sind nur heiße Luft. Die Kommission in New York mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Familien ein. Die Mafia in den USA war so etwas wie ein Franchise-Unternehmen. Es war nicht so, dass das Hauptquartier in New York alles kontrollierte. Von New York aus wurde lediglich der Boss bestimmt. Doch der musste dann selbst sehen, wie er die Dinge in seiner Familie geregelt bekam. Stanfa ist nun klar, dass er die Sache selbst in die Hand nehmen muss. Am 5. August 1993 lauert ein Attentäter Merlino und Joey Chungs Bruder Michael auf. Michael Ciancalini stirbt noch am Tatort. Merlino kommt mit einer Fleischwunde davon.
Doch nun herrscht Krieg innerhalb der Mafia in Philadelphia. Es waren schlechte Zeiten. Ich habe auf den Boden geschlafen und ein paar Kissen ins Bett gelegt, weil man nie wissen konnte, ob da eine Bombe durchs Fenster gerauscht kam. 3 Wochen vergehen. Es ist der 31. August 1993, 8 Uhr morgens. Rush Hour. Stan Farr und sein Sohn Joe sind auf dem Expressway in die Innenstadt von Philadelphia unterwegs. Hinter dem Steuer sitzt Fred Aldrich, einer von Stan Farrs Bodyguards. Uns war klar, dass es einen Vergeltungsschlag geben würde, aber nicht wann und wie. Also sieht man beim Fahren die ganze Zeit in die Rückspiegel. Plötzlich sah ich einen Van, der mir nicht gefiel. Dann eröffneten sie das Feuer. Ich drückte John nach unten und als ich nach hinten zu Joey sah, bumm, hatten sie ihn schon durch das Seitenfenster erwischt und er war erledigt. Joey Stanfer wurde in die Wange geschossen. Aldrich versucht, dem Kugelhagel zu entkommen. Ich bremste abrupt ab und versuchte, mich hinter ihren Wagen zu setzen. Das riskante Manöver funktioniert, aber die Schützen haben den Wagen immer noch unter Beschuss. Ein paar Kugeln trafen die Motorhaube und prallten von der Windschutzscheibe ab. Da habe ich mich aus dem Staub gemacht. Aldrich schafft es, die Schützen abzuschütteln. Stanfer ist unverletzt und sein Sohn erholt sich bald. Doch Aldrich ist entsetzt über diesen Vorfall. Das war die dümmste Aktion, die ich je gesehen habe. Jeder Polizist der Welt würde jetzt auf uns aufmerksam werden und sie hätten dabei 50 Leute umbringen können. Ich sagte, John, das ist der Anfang vom Ende. Aldrich sollte Recht behalten. Der Krieg innerhalb der Mafia erzeugt zu viel Aufmerksamkeit. Die Mitglieder der Organisation hatten das Gebot missachtet, das Respekt gegenüber den Bossen vorschrieb. Das Ende der Philadelphia-Mafia war absehbar. Alles drehte sich nur um die Geldgier. Solange wir säckeweise Geld anschleppten, hätten wir jedes Gebot missachten können. In der Mafia geht es nur noch darum, wie man am besten zu Geld kommen kann. Doch es gibt ein Gebot, das verbietet, zur persönlichen Bereicherung zu lügen. Niemand darf sich Geld aneignen, das anderen oder anderen Familien gehört. Ein eigenartiges Gebot für eine kriminelle Organisation, die ihre Mitglieder zu Dieben und Verbrechern ausbildete. Lügt, stehlt, betrügt und tut alles, um Geld für die Familie zu besorgen, aber nicht untereinander. Natürlich gilt das Gebot nur innerhalb der Mafia. Laut dem FBI hat die Mafia jährliche Einnahmen von 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Mehr als Boeing, Coca-Cola oder Microsoft. Das Geld wird auf viele verschiedene Arten verdient. Man hat ein kleines Buchmachergeschäft. Schrottplätze, die Lebensmittelindustrie. Die Ladungen der großen Trucks waren pro Stück locker ein paar Millionen wert. Wenn etwas gestohlen wurde, musste man es verkaufen. Dahinter steckte das Glücksspiel. Die Leute liebten es. Wir hatten viele Maulwürfe. Ich ging durch die Küche zu den Kassen, nahm alles mit und verschwand wieder. Das habe ich oft gemacht. In der Mafia fließt das Geld von unten nach oben. Jeder Rang zahlt einen bestimmten Anteil seines Einkommens an den nächsthöheren, wie beim bekannten Schneeballsystem. Ich bin dein Capo, also bekomme ich Geld von dir und gebe dem Boss auch etwas ab. Ein Mann steht an der Spitze der Pyramide. Der Boss bekam immer seinen Anteil. Als ehemaliger Verbündeter der Lucchese-Familie musste Henry Hill seinem Capo immer einen Anteil abtreten.
Wenn bei einer Entführung vier Männer beteiligt waren, kam noch der Capo dazu. Also teilten wir die 100.000 durch fünf. Er bekam immer seinen vollen Anteil. Um sich diesen Anteil zu verdienen, muss der Capo nur nicken. Sein Segen ist eine Art Versicherung gegen feindliche Gangster. Do what you gotta do. Tu, was du tun musst, aber klär es mit uns ab. So läuft das dort. Wie ein mittelalterlicher Fürst kommuniziert der Boss mit seinen Untertanen nur durch Mittelsmänner. In den 90er Jahren ist Fred Aldrich die rechte Hand von John Stanfa, dem Boss der Mafia in Philadelphia. Alle kamen zu mir, weil John mir zuhörte. Ich sagte zu ihm, Tony hatte so eine Idee, und er lächelte und sagte nur, okay. Oder Louis hat einen neuen Plan, und er sagte, gut, gib ihm mein Okay. Wenn eine neue Einkommensquelle genehmigt wurde, musste der Initiator dem Boss einen Anteil davon überlassen. Man denkt, dass man der Mafia beitritt und plötzlich alle beginnen, einen mit Geld zu überhäufen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Man muss sich seine Spuren erst verdienen und die Familie unterstützen, wo man kann. Die Bosse überprüfen die Geschäfte ihrer Untergebenen. Sie erwarten eine mündliche Abrechnung für jeden Cent. Angeblich wird das aus Sicherheitsgründen gemacht. Wenn jemand aus einer anderen Familie dein Geschäft übernehmen will, ist das nicht möglich, weil es dafür Belege gibt. Aber eigentlich hilft es den Bossen zu überblicken, was die Mitglieder tun, und sie verdienen kräftig mit. Wenn man seine Anteile nicht bezahlt, gilt das als Diebstahl. Tony, ehemaliges Mitglied der Bonanno-Familie, ist nun im Zeugenschutzprogramm des FBI. Er ist einer der wenigen, die ihren Boss über den Tisch gezogen haben und noch leben. Zuerst kam der Weihnachtsmann zu mir. Danach gab ich meine Anteile ab, wie ich es sollte. 1999 beginnt Tony damit, die Besitzer von Pornoläden in Manhattan zu erpressen. Aus einem bestimmten Grund. Ich ging natürlich nicht in den Töpferladen von einem alten Ehepaar, sondern in einen Laden, von dem ich wusste, dass er sich im Graubereich des Gesetzes befand. Diese Geschäfte kann man jede Woche ausnehmen. Tonys Methode ist einfach, aber wirkungsvoll. Ich ging rein, stellte mich vor und freundete mich mit dem Besitzer an. Dann sagte ich zu ihm, wenn hier jemals einer reinkommt und Probleme macht, gib mir Bescheid. Ich helfe dir. Eine Woche später schickte ich dann einen meiner Leute mit einem Baseballschläger in den Laden. Tony verdient schon bald gutes Geld. Doch er entscheidet sich dazu, seinem Capo nichts davon zu erzählen. Ich machte meine wöchentlichen Runden. Aber irgendwann vermutete der Captain, dass ich ihn bescheiße. Er ging selbst in die Läden und redete direkt mit den Leuten. So fand er raus, dass ich das ganze Geld für mich behielt. Tony ist ein toter Mann. In der Mafia ist es üblich, dass man den Mann, der einen tötet, persönlich kennt. Die Hälfte der Jungs kenne ich seit meiner Taufe. Aber das ist nichts mehr wert, sobald man auf der Abschussliste steht. Da heißt es dann nicht, wir haben unsere Meinung geändert. Der Junge war immer in Ordnung. Lassen wir ihn leben. Monate vergehen und nichts passiert. Tony macht weiter wie immer. Eines Nachts war es dann soweit. Ich kam gerade aus einer Bar und rauchte eine Zigarette auf der Straße. Plötzlich fuhr ein Wagen vor. Sie schossen unzählige Male auf mich. Tony entkommt und fährt zu seiner Wohnung. Ich wusste nicht, ob sie mich verfolgen würden. Also saß ich mit ein paar Waffen in der Küche auf dem Boden und wartete. Ich dachte, dass der Weihnachtsmann mich töten würde, weil mein Captain dieses Santa Claus-Lied vorher immer gespielt hatte. Den Gedanken werde ich nie vergessen.
Tony entgeht dem Todeskommando in dieser Nacht. Doch der Vorfall lässt ihn seine Loyalität gegenüber der Organisation überdenken. Kurz darauf arbeitet er mit dem FBI zusammen. Nur wenige kommen so ungeschoren davon. 1981 weigert sich Frankie Flowers D'Alfonso in Philadelphia, Anteile an seinen Boss Little Nicky's Carrefour zu bezahlen. Nicky wollte Frankie Flowers klarmachen, dass er bezahlen musste. Zu diesem Zeitpunkt ist Eugene Milano Mafia-Soldat in Philadelphia. Frankie sagte, dass er in keine Geschäfte verwickelt sei. Wenn es so wäre, würde er auch bezahlen. Philadelphia mag zwar eine große Stadt sein, aber in unseren Kreisen weiß jeder, was der andere tut. Scarfo befiehlt einem seiner Capos, Salvatore Testa, Frankie Flowers eine Lektion zu erteilen. Milano begleitet seinen Captain. Sal sagte zu ihm, Frank, wir wissen, was du tust und du musst bezahlen. Das ist deine letzte Warnung. Aber er hörte trotzdem nicht auf ihn. Im Oktober 1981 lockt Testa Frankie Flowers unter einem Vorwand zu einem Treffen in der Nähe seines Hauses, gleich neben dem italienischen Markt in der 9. Straße. Sal schlug ihn mit einem Baseballschläger und ich hatte eine Eisenstange dabei. Wir haben ihn ordentlich vermöbelt und er lag lange Zeit im Krankenhaus. Aber die Aktion bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Flowers weigert sich immer noch zu bezahlen. In der Hoffnung, sich damit bei ihrem Boss beliebt zu machen, wollen Scarfos Capos Flowers aus dem Weg räumen. Nach dieser Bestrafung gab es nur noch einen Ausweg. Ich sollte gemeinsam mit 4 oder 5 anderen den Mord an Frankie Flowers planen. Aber Milanos Gesicht ist im Viertel zu bekannt, um die Sache unauffällig zu erledigen. Die Leute kannten mich in der Gegend, also sagte ich zu meinem Captain, das ist nicht gut. Wenn man damit nicht davonkommt, ist es das Ganze nicht wert. Er sah das ein und bestimmte jemand anderen, der den Mord ausführen sollte. Frankie Flowers D'Alfonso wird im Juli 1985 ermordet. Zwei Männer erschießen ihn am helllichten Tag vor einem Zigarettenladen mitten auf dem italienischen Markt. Milano wird 1987 wegen Verschwörung zum Mord verhaftet. Wenn man in Philadelphia in kriminelle Geschäfte verwickelt ist, muss man bezahlen. Respekt ist der wichtigste Bestandteil der Mafia-Gebote. Doch wenn es um das Privatleben der Mafiosi geht, ist die Sache mit dem Respekt ein zweischneidiges Schwert. In der italienischen Tradition hat die Familie einen sehr hohen Stellenwert. Viele Gangster träumen von der heilen Welt in den eigenen 4 Wänden. Dort können sie Abstand von ihrem kriminellen Leben nehmen. Und dennoch gefährden sie oft das, was in ihren Augen am wichtigsten ist. Die Ehefrauen müssen mit Respekt behandelt werden. In den meisten Mafia-Familien genießen die Frauen zu Hause großen Respekt. Wenn ein Mafioso heiratet, bleibt er auch verheiratet. Schließlich heißt es, bis dass der Tod euch scheidet. Man musste seiner Ehefrau und seiner Familie Respekt entgegenbringen. Man durfte seine Familie nicht für dumm verkaufen. Der FBI-Agent Patrick Colgan erlebte mit eigenen Augen, welchen Stellenwert der Respekt innerhalb einer Mafioso-Familie hat.
Wir klopften an die Tür. Die Ehefrau machte auf und wir fragten, wo ist der Mann? Wir sind vom FBI und haben einen Haftbefehl. Sie antwortete in gebrochenem Englisch, dass er nicht da sei. Und wir fragten, ob wir uns im Haus ein bisschen umschauen könnten. Sie wurde sehr wütend und beschimpfte uns wild auf Italienisch. Daraufhin schrie ich sie ebenfalls auf Italienisch an und sie regte sich noch mehr auf und rannte schließlich vor Wut schnaubend ins Haus. Dreißig Sekunden später tauchte ihr Mann mit seiner Jacke an der Tür auf und meinte nur, lasst uns abhauen. Wir fragten Joey, warum so eilig? Und er meinte, ich gehe lieber mit euch mit, als mir den ganzen Tag etwas anhören zu müssen, weil ihr sie beschimpft und damit ihre Ehre verletzt habt. Ich hätte sie verteidigen müssen, und das habe ich nicht getan. Deshalb gehe ich jetzt lieber mit euch in den Knast. Aber Respekt ist in der Mafia nicht gleichbedeutend mit Treue. Bei ihren Frauen messen die Mafiosi mit zweierlei Maß. Man behandelte seine Frau mit Respekt, wenn sie da war. Aber wenn sie aus den Augen war, hat man sich amüsiert. Um seine Männlichkeit zu beweisen, muss ein Mafioso eine Geliebte haben. Ich kannte Typen, die über Jahre hinweg Freundinnen hatten. Sie führten eine Art Doppelleben. Das passierte einfach automatisch. Wir waren ständig in Clubs unterwegs, hatten viel Kohle und darauf standen die Frauen. Und wenn man eine sah, die einem gefiel, dann war sie eben für eine Zeit lang deine Freundin. Sagen wir so, Frauen waren leicht zu haben. In den 60ern und 70ern ist New York das Zentrum der amerikanischen Partyszene. Einige der weltberühmtesten Clubs befinden sich hier. Das Copacabana, das Studio 54. Und die Mafiosi sind hier, um Spaß zu haben. Es gab die Gambinos, die Bonanos, die Lucchese und die Columbus. Jeder hatte seinen eigenen Bereich in diesen Clubs. Um keine Probleme mit den Ehefrauen zu bekommen, gab es eine besondere Regel für das Ausgehen. Am Wochenende waren die Mafiosi ausschließlich mit ihrer besseren Hälfte unterwegs. Samstag und Sonntag waren für die Ehefrauen reserviert. An allen anderen Tagen in der Woche war man mit der Freundin unterwegs. Das machten alle so, die ich damals kannte. Doch diese Regelung konnte auch zu Komplikationen führen. Wenn zum Beispiel Diana Ross im Copacabana auftrat, wollten natürlich die Ehefrau und die Freundin ins Konzert gehen. Also ging man am Samstag mit der Frau hin, nie mit der Freundin. Und wenn man drei Freundinnen hatte, musste man sich die Show danach noch dreimal ansehen. Die Frauen arrangierten sich größtenteils mit diesem Doppelleben ihrer Ehepartner, solange die Männer ihnen ihre Affären nicht unter die Nase rieben. Man versuchte, die Ehefrau und die Freundin voneinander fernzuhalten. Aber natürlich wussten es alle. Doch solange man das Geld für ein schönes Haus, Privatschulen und Dienstmädchen hatte, hielt sich der Ärger in Grenzen, wenn man mit Lippenstift am Kragen nach Hause kam. Hier, ein paar 50er. Geh einkaufen. Lass mich in Ruhe. Dennoch brechen einige Mafia-Mitglieder diese Abmachungen. Als das FBI in den 80er Jahren mit der Bespitzelung der Mafia beginnt, kommen Details ans Tageslicht, die niemand erwartet hatte. Wir observierten diese Männer und sahen sie mit Frauen, die nicht ihre Lebensgefährtinnen waren. Affären unter dem eigenen Dach sind eine Todsünde innerhalb der Mafia. Mit eindeutigen Beweisfotos hatte das FBI nun ein gutes Druckmittel, um Mafiosi zum Reden zu bringen. Paul Castellano ist der Boss der Gambino-Familie in New York. Im Alter von 70 Jahren verliebt er sich in die Haushälterin und beginnt ein Verhältnis mit ihr. Mit dieser Affäre entehrt er seine Ehefrau Nina, ein unverzeihlicher Fehltritt innerhalb der Organisation.
Dummerweise zeichnet das FBI alles auf. Als er im Februar 1985 wegen seiner kriminellen Aktivitäten verhaftet wird, realisiert Castellano noch nicht, in welchem Schlamassel er steckt. Aber als er von den Beweisen des FBI für seine Affäre erfährt, wird er richtig nervös. Er war sehr besorgt wegen der Abhörgeräte in seinem Haus. Er machte sich große Sorgen darüber, dass nun herauskommen würde, dass er ein Penisimplantat hatte. Das bereitete ihm große Sorgen. Denn schon bald würden all seine Freunde und auch die Untergebenen davon erfahren. Das war schlimmer für ihn als die Tatsache, dass er eine Freundin hatte. Castellanos Ruf als Boss ist schwer beschädigt. Nachdem die Details über seinen getunten Liebeskrieger bekannt werden, ist die Gambino-Familie in hellem Aufruhr. Ein Rivale beschließt, dass der in die Jahre gekommene Casanova nun die längste Zeit Boss der Mafia-Familie war. Im Dezember 1985 wird Castellano für 3 Millionen Dollar Kaution aus der Haft entlassen. Zusammen mit seinem Unterboss Tommy Bilotti will er in diesem Steakhouse essen. Doch sie schaffen es nicht mal bis zur Eingangstüre. Die Schützen warteten bereits auf Castellano. Sie eröffneten sofort das Feuer und töteten die beiden. Nun ist der Platz an der Spitze der Gambino-Familie frei für Castellanos Rivalen. Sein Name ist John Gotti. Gotti hatte es bis ganz nach oben geschafft und auf die Mafia-Gebote gepfiffen. Aber schon bald wird er lernen, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Die 10 Gebote der Mafia beschreiben die wichtigsten Werte des ehemaligen Geheimbunds. Vor allem Respekt hat seit vielen Jahrzehnten eine große Bedeutung innerhalb der Organisation. Doch es gibt auch scheinbar banale Regeln, wie das 9. Gebot. Non si frequentano né taverne né circoli. Wir besuchen weder Tavernen noch Clubs. Dieses Gebot bleibt reine Theorie. Mein ganzes Leben spielte sich in Lokalen und Clubs ab. Ich ging 6 Nächte pro Woche aus. Keine Ahnung, wo dieses Gebot herkommt, aber wir haben es sicherlich nicht befolgt. Mafiosi und Bars passen zusammen wie Whisky und Zigarren. In den Nachtclubs gehen die Männer ihren Geschäften nach. Es gab in jeder Gegend 4 oder 5 Clubs, die von einem Wise Guy betrieben wurden. Wenn jemand viele Pelzmäntel hatte und sie nicht loskriegte, konnte sie vielleicht jemand anderer an den Mann bringen. Es war ein funktionierendes Netzwerk. Doch dieses Gebot hatte durchaus einen tieferen Sinn. Ein Geheimbund sollte niemals im Rampenlicht stehen. Mein Onkel hat seine Geschäfte nach der alten Schule durchgezogen. Er hat keine Aufmerksamkeit erregt. Er hat immer zu mir gesagt, in Bars gibt es nur Probleme. Dort läuft man den falschen Typen über den Weg und man hat getrunken und lässt seine Tarnung fallen. Um über lange Zeit Erfolg zu haben, muss man als Mafioso unauffällig bleiben. So lauten zumindest die Regeln. Die alten Mafiosi wollten nicht bekannt sein. Sie wollten unter dem Radar bleiben. Das mag vielleicht in den sizilianischen Bergen funktionieren, aber nicht in einer amerikanischen Großstadt. Anfang der 80er Jahre entfernen sich die Mafia-Mitglieder immer weiter von den traditionellen Regeln und stören sich nicht daran, dass sie auffallen. Die Neuen wollten sich einen Ruf aufbauen. Dabei haben sie oft übertrieben. Die jüngeren Mafia-Mitglieder legen ihrem Verhalten nicht die Gebote der Mafia zugrunde, sondern Filme, die sie im Kino gesehen hatten. Die Jungen waren in vielerlei Hinsicht zu auffällig. Sie kopierten das Verhalten der Mafiosi aus TV-Serien wie den Sopranos oder dem Film Donnie Brasco. Dadurch waren sie stark beeinflusst.
Sie wollten das Scheinwerferlicht und den Glamour. Also genau das Gegenteil von dem, was die Regeln der Organisation verlangen. Die Mafia sollte ein Geheimbund sein. Ein Mann verkörpert diesen Wertewandel ganz besonders: John Gotti. Er genießt das Scheinwerferlicht der Medien, kleidet sich wie ein Mafioso und redet auch wie einer. Die Presse hat einen eigenen Spitznamen für ihn: Dapper Don, der elegante Don. Ich mochte John sehr. Er machte keinen Hehl daraus, was er war. Er war ein Gangster und dieses Leben lebte er auch rund um die Uhr. Michael Francis steigt zur selben Zeit wie Gotti die Karriereleiter innerhalb der Mafia nach oben. Er wollte unbedingt der neue Boss werden. Gotti übernimmt die Kontrolle in der Gambino-Familie, indem er seinen größten Rivalen aus dem Weg räumen lässt. Im Dezember 1985 befiehlt er den Mord am aktuellen Boss Paul Castellano. Die eiskalte Hinrichtung auf einem Bürgersteig in Manhattan gibt der Polizei einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Als das FBI damit beginnt, den Ravenite Social Club, Gottis Hauptquartier, abzuhören, finden die Besprechungen von Dapper Don auf dem Bürgersteig statt. Eine Reihe von Mitgliedern der Gambino-Familie taucht auf. Schon bald zeigt sich die dunkle Seite des mediengeilen Bosses. John war sehr charismatisch, aber auch sehr tödlich. Er schüchterte seine Untertanen dermaßen ein, dass sich keiner von ihnen gegen ihn stellte. Wenn er einen zu einem Termin zitierte und man nicht auftauchte, wurde man getötet. Aufgrund eines strengen Gesetzes namens RICO Act können Gangster seit 1970 verhaftet werden, allein schon, wenn sie sich treffen und ein Verbrechen planen. Ein Drahtseilakt für Gotti. Mafia und FBI spielen Katz und Maus. Gotti wird als Galionsfigur des organisierten Verbrechens angezeigt, aber seine Anwälte können alle Anklagepunkte abweisen. Gotti hat immer einen Witz und ein Lächeln für die Kamera parat. Viele lieben seine Niemand-kann-mir-was-Einstellung. Der Dapper Don wird bald Teflon Don genannt, weil keine der Anschuldigungen der Staatsanwälte an ihm haften bleibt. Er machte die Exekutive zum Gespött der Stadt. Während das FBI mit allen Mitteln versuchte, endlich eine Anklage zusammenzustellen, die Gotti zu Fall bringen würde. 1990 passiert Gotti ein Missgeschick. Ein Telefonat wird ihm zum Verhängnis. Eine Morddrohung ist genau das, worauf die Staatsanwaltschaft gewartet hatte. Am 11. Dezember 1990 findet eine Razzia im Ravenite Social Club statt, bei der Gotti verhaftet wird. Nach 2 Jahren zäher Verhandlungen wird der Dapper Don schließlich wegen Mordes und Zugehörigkeit zum organisierten Verbrechen verurteilt. Seine Anhängerschaft ist darüber nicht gerade erfreut. John Gotti sitzt einen Teil seiner Haftstrafe ab und stirbt 2002 an Kehlkopfkrebs im Gefängnis. Gotti hatte ohne Zweifel einen Fehler begangen. Man erledigt seine Geschäfte nicht in der Öffentlichkeit und spricht ständig mit den Medien. Das hat es im organisierten Verbrechen noch nie gegeben. Das Rampenlicht erfasst nun auch den Colombo-Capo Michael Francis. Am Höhepunkt seiner Karriere macht er Millionen mit seinen illegalen Geschäften. Die New Yorker Presse nennt ihn den Yuppie Don. Yuppie Don, so nannten mich die Medienleute. Wohl, weil ich jung und erfolgreich war und die richtigen Anzüge trug. Aber auf der Straße hätte es nie jemand gewagt, mich so zu nennen, weil sie wussten, dass ich es nicht mochte. Francis kehrt New York den Rücken und lässt sich in Florida nieder, wo er ein neues Geschäftsfeld in Angriff nimmt. Filmproduktionen. Wir produzierten einen Breakdance-Film und ich engagierte eine Menge Kids von der Straße, weil wir in Vierteln drehten, die von Gangs kontrolliert wurden. Der Bürgermeister von Miami überreicht Francis sogar den Schlüssel zur Stadt, weil er mit seinem Projekt Kindern aus der untersten Bevölkerungsschicht eine Chance gibt.
Die örtliche Polizei und der Rest der Stadt wird Ihnen jegliche Unterstützung zukommen lassen. Francis kann das Lachen kaum unterdrücken. Sie wussten nichts von meinem Benzindeal in Florida. Sie gaben mir also den Schlüssel zur Stadt, während ich sie um ihre Steuern betrog. Doch bei einer Feier im Rahmen der Dreharbeiten kommt die Wahrheit ans Licht. Sie sagten, dass ein lokaler Fernsehsender ein Interview mit mir machen will. Ich war müde und sagte, okay. Ich hatte den NBC-Reporter Brian Ross nicht erkannt. Er fragte ein paar Dinge zu dem Film und plötzlich sagte er, plötzlich wusste ich, wer der Typ war. Mein Partner sprang sofort auf. Aber ich gab ihm eine Antwort. Like I said, the FBI can allege and say whatever they like. They've been doing it for many, many years. You know, it was that's die Katze war aus dem Sack. Started to really unravel. Francis' Auftritt im nationalen Fernsehen brachte die Behörden auf den Plan. 1985 wird er von der Staatsanwaltschaft in 87 Fällen wegen organisierten Verbrechens, Betrugs und Steuerhinterziehung angezeigt. Ihm blüht lebenslange Haft. Ich wusste, wenn ich verliere, ist mein Leben vorbei. Francis' Anwälte gehen einen Deal ein. Wir einigten uns auf 10 Jahre Haft. Ich ging davon aus, dass ich 5 davon absitzen würde. Ich musste 15 Millionen Dollar Entschädigung bezahlen. 5 Millionen meines Vermögens wurden beschlagnahmt und ich ging ins Gefängnis. Francis sitzt 6 Jahre ab. Doch vor seinem Haftantritt hatte er geheiratet und eine Entscheidung getroffen. Ich hatte dieses Mädchen getroffen, von dem ich sehr fasziniert war. Ich wollte meine Zukunft mit ihr verbringen, aber das geht nicht mit diesem Lebensstil. Sie würden mich nie in Ruhe lassen. Francis schwört, die Mafia zu verlassen. Bisher konnte man die Organisation nur in einem hölzernen Anzug verlassen. Doch in den 90er Jahren arbeiten viele Gangster aufgrund des RICO Acts mit dem FBI zusammen, um langen Haftstrafen zu entgehen. Die Abmachung bestand darin, dass sie mich am Leben halten würden. Ein guter Deal. Das ist die größte Sünde, die ein Mitglied der Mafia begehen kann. Schon als Kinder lernen die Mafiosi, was immer du tust, verrate niemanden, den du kennst. Auch als Kinder haben wir uns nie gegenseitig verraten. Man ist einfach nicht zu seiner Tante gelaufen und hat ihr erzählt, was ein Cousin gemacht hat. Non si fanno comparati o patti con gli altri sbirri. Wir machen keine Geschäfte mit den Bullen. Das 10. Gebot der Mafia erinnert die Mitglieder der Organisation daran, dass die Polizei ihr natürlicher Feind ist. Ich hasste die Polizei schon, als ich aufwuchs. Mein Vater erzählte mir, sie hätten einen Eid abgelegt, dass sie ihre eigenen Verwandten einsperren würden. Ich hasste die Polizei also schon sehr früh. Um sicherzustellen, dass die Mitglieder der Mafia nicht die Seiten wechseln, setzen die Bosse auf ein Druckmittel, das immer funktioniert. Angst. Man wusste, dass man umgelegt wird, wenn man einen Fehler macht. Wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, weiß man genau, was einen erwartet, wenn man Mist baut oder jemanden verrät. Dann bekam man einfach eine Kugel in den Kopf. Man musste nach den Regeln spielen. Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen wird der ehemalige FBI-Agent Patrick Colgan persönlich Zeuge davon, wie der Gambino-Boss John Gotti seine Untergebenen einschüchtert. Ich hatte einen Informanten, der nahe an Gotti herankam, aber er hatte Todesangst vor ihm. Gotti brachte Leute um, weil er mit dem falschen Fuß aufgestanden war. Oder wenn er glaubte, dass einer seiner Handlanger mit der Justiz gemeinsame Sache machte.
Als die Identität von Colgans Informanten vor Gericht offengelegt wird, verschwindet er aus der Stadt. Für immer. Der Mann war verheiratet und hatte einen 10-jährigen Sohn. Aber aus Angst gab er das alles auf. Das Zeugenschutzprogramm wird 1970 ins Leben gerufen, um wichtige Informationen über Mafia-Mitglieder zu erhalten. Seitdem haben mehr als 10.000 ehemalige Mafiosi die Seiten gewechselt. 1980 wird Henry Hill wegen Heroinschmuggels verhaftet. Als es rauskam, wusste ich, dass ich ein toter Mann war. Vor Gericht wäre alles ans Licht gekommen. Die Aufzeichnungen des FBI belasten Hill und seine Bosse schwer. Sie hatten Unmengen an Bandmaterial von uns. Das Problem war, dass die Jungs auch angeklagt worden wären. Also wusste ich, dass ich ein toter Mann war. Die Aussicht auf lebenslange Haft oder die Ermordung durch die Mafia treibt Hill dazu, mit dem FBI zu kooperieren. Es war der schönste Tag meines Lebens, als sie sagten, dass ich in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werde. Mit einer neuen Identität lebt Hill mit seiner Familie an verschiedenen Orten in Nebraska, Kentucky und Washington. Im Gegenzug dafür sagt er gegen 50 Mitglieder der Lucchese-Familie aus. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet und sie haben wirklich auf mich aufgepasst. In den 80er Jahren ist Hills Deal mit dem FBI noch sehr ungewöhnlich. Doch in den darauffolgenden 10 Jahren brechen immer mehr Mafia-Mitglieder das Gebot, das besagt, man dürfe nicht über die Organisation sprechen. Von den frühen 70ern bis zu den frühen 90ern steigen die Verhaftungen wegen organisierten Verbrechens um unglaubliche 450%. Dank dem RICO Act überwiegt nun die Angst vor dem Gesetz, die Macht der Mafia. Ein Grund, warum sich die Mafia selbst zerstörte, war, dass das Leben in der Organisation zu großen Teilen auf Angst basierte. Und als die Angst vor dem Staat größer wurde als die vor dem Boss, begannen die Jungs mit dem Staat zu kooperieren, wie es bis heute in unglaublichem Ausmaß geschieht. Die Traditionen, die die Mafia über Jahrzehnte zusammengehalten hatten, beginnen sich rasant aufzulösen. Die jüngeren Mitglieder sind nicht mehr bereit dazu, eine lange Haftstrafe für die Organisation abzusitzen. Als sie verhaftet wurden und ihnen 40 Jahre drohten und gleichzeitig die Mafia keine Lebenseinstellung war, sondern ein Weg, um an Geld zu kommen, wie trifft man da wohl eine Entscheidung? In Philadelphia gab es mehr Mafia-Mitglieder im Zeugenstand als in irgendeiner anderen Mafia-Familie in den USA. In den Augen der Mafia von Philadelphia gibt es keinen größeren Verräter als den Ex-Cop Ron Previte. Ich habe getan, was nötig war, denn ich war der perfekte Gauner. 1993 engagiert John Stanfa, der Mafia-Boss in Philadelphia, Ron Previte als Bodyguard. Doch der wurde längst vom FBI verkabelt. Previte hält nichts von den Mafia-Geboten. Vielleicht waren die Mafia-Gesetze vor meiner Zeit irgendwann mal sinnvoll. Aber sie wurden jeden Tag gebrochen. Am Sonntag zweimal. 1995 führen Prevités Aussagen vor Gericht zur Verhaftung von John Stanfa wegen Zugehörigkeit zum organisierten Verbrechen und Mordes. Der Boss der Mafia in Philadelphia bekommt 5-mal lebenslänglich. Als Stanfa hinter Gittern sitzt, ist Skinny Joey Merlino das neue Ziel von Previte. 1999 sagt er gegen ihn aus. Merlino wird wegen Drogenhandels verurteilt und ist immer noch in Haft. Für Previte ist Ehre völlig überbewertet. Welche Regeln hat man schon als Gangster? Man stiehlt, raubt und verkauft Drogen. Unter Dieben gibt es keine Ehre. Vielleicht ist die Mafia heute in den USA nur mehr ein Schatten ihrer selbst, weil sie sich von den ursprünglichen Werten immer mehr entfernt hat. Statt Ehre, Loyalität und Respekt dreht sich alles nur noch um Habgier.
Alle wollen Geld machen. Respekt interessiert niemanden mehr. Die Mafia hat ihre Wurzeln vergessen. Die Regeln wurden über Bord geworfen. In den 90er Jahren sind die jüngeren Mafia-Mitglieder nicht mehr loyal gegenüber der Organisation. Die 10 Gebote haben für sie keine Bedeutung. Die Hälfte der Typen heute haben keine Ahnung, dass es die Gebote überhaupt gibt. Das goldene Zeitalter der Mafia ist vorbei. Ich denke, in den 40ern und 50ern wurden diese Gebote gelebt. Und Loyalität und Ehre waren ein Teil dieses Lebens. Aber heute haben sie keine Bedeutung mehr. Es dreht sich alles nur noch ums Geld. Es geht nicht mehr darum, Mitglied eines Geheimbunds zu sein. Ehrenmänner. Diesen Begriff hört man zwar noch ab und zu, aber er hat seine Bedeutung verloren. Einige ehemalige Mafia-Mitglieder fühlen sich hintergangen. Manche Mitglieder haben ihr Leben für diese Sache geopfert und sind jetzt am Ende. Aber es kümmert keinen mehr, ob sie 2 oder 3 Morde für sie begangen haben oder ihnen das Leben gerettet haben. Auch das Mafia-eigene Sozialsystem funktioniert nicht mehr. Früher wurde eine Familie von der Mafia versorgt, wenn der Mann im Gefängnis saß. Eines Tages brachte jemand meiner Frau $50. Ein Typ, mit dem ich 2 Millionen gemacht hatte. Tonys Bosse haben die alten Werte des Geheimbunds aus den Augen verloren. Nun ist sich jeder selbst am nächsten. Enttäuscht versuchen daher viele Mafiosi, ihr Gangsterleben hinter sich zu lassen. Henry Hill hat das Zeugenschutzprogramm inzwischen verlassen. Seine größten Feinde sind nicht mehr am Leben oder sitzen im Gefängnis. Hill malt und schreibt für seinen Lebensunterhalt. Inzwischen habe ich mit diesem Leben nichts mehr zu tun. Wenn ich einen Mafia-Film sehe, kann ich manchmal gar nicht glauben, dass ich da mal dazugehörte. Es ist ein eigenartiges Gefühl. Eugene Milano befindet sich immer noch im Zeugenschutzprogramm und ist dankbar für seine zweite Chance. Viele Leute da draußen wissen gar nicht, wie gut es sich anfühlt, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Man bekommt regelmäßig sein Geld und gibt nur das aus, was man hat. Das fehlt in diesem Leben. Andere können nur schwer loslassen. Ob ich meinen Ausstieg bereue? Ich habe viele Jahre mit mir gekämpft, weil ich das Gefühl hatte, meinen Eid gebrochen zu haben. Auch wenn er keinen Sinn mehr hatte. Aber es war wirklich nicht einfach. Michael Francis hat keinen seiner ehemaligen Kollegen verraten, weil für ihn noch die alten Werte zählen, die die Cosa Nostra einst groß gemacht haben. Was ich über dieses Leben weiß, ist in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und man ist lebenslang Mitglied. Auch an ihrem Lebensabend gibt es weder Vergessen noch Verzeihen innerhalb der Mafia. Man darf diese Jungs nie unterschätzen. Ich könnte auch heute noch Probleme kriegen, wenn mich einer in einer Bar sieht, in New York anruft und sagt, ratet mal, wer hier ist, Francis. Und vielleicht bekommt er einen Auftrag. Dann gehe ich raus auf den Parkplatz und bumm, das war's dann. Francis läuft immer noch Gefahr, ein Opfer der Organisation zu werden, für die er einst so hart gearbeitet hatte. Die Gebote existieren zwar nur mehr auf dem Papier, aber die Gewalt der Mafia ist auch heute noch sehr real.